Eine Schule unter Beschuss. In der Schule herrscht Panik. Mehrere Schüler wurden getroffen. Unter die Tische, Kinder! Kopf unter den Tisch! Zwei Schüler richten in der Columbine High School ein Blutbad an. Oh Gott! Bleiben Sie dran! Kinder, bleibt unten! Die ganze Zeit stellte ich mich tot. Es ist das schlimmste Schulmassaker in der amerikanischen Geschichte. Insgesamt fanden wir 15 Leichen. 11 männliche und 4 weibliche. Während die Familien der Opfer trauern, werden Fragen laut. Ich werde ein Gewehr ziehen und dir den Kopf wegpusten. Was trieb diese jungen Männer zu der Tat? Ich reiß dir deinen verdammten Kopf ab! Wurden Warnzeichen übersehen? Wenn man alle Puzzleteile zusammensetzt, erkennt man die Anzeichen. Die Fragen. Die Antworten. Und die Hintergründe. Jetzt bei Columbine, das Massaker. April 20, 1999. Jefferson County im US-Bundesstaat Colorado. 11.10 Uhr. Ein ganz normaler Morgen an der Columbine High School. Ungefähr 2000 Schüler sind hier eingeschrieben. Die meisten wohnen im benachbarten Littleton, einem der besseren Vororte von Denver. Der 16-jährigen Marjorie Lindholm steht eine wichtige Klausur bevor. Es war ein Morgen wie jeder andere. Alles war normal. Ich war nervös wegen dieser Klassenarbeit und außerdem hatte ich ein Date mit einem Jungen, in den ich verknallt war. Andere Schüler genießen ihre Mittagspause. Diese Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie sich die Cafeteria langsam füllt. Wenige Minuten später werden sich 500 Menschen in diesem Raum aufhalten. 11.14 Uhr. Unbemerkt stellt jemand zwei große Sporttaschen auf dem Boden der Cafeteria ab. 11.19 Uhr. Vor dem Westeingang der Schule sitzen der 17-jährige Richard Castaldo und seine gleichaltrige Mitschülerin Rachel Scott gemeinsam beim Mittagessen. Plötzlich landet eine Rohrbombe vor ihren Füßen. Zuerst merkte ich gar nicht, dass es eine Bombe war. Ich dachte, es wäre ein Feuerwerkskörper oder so etwas. Aber nichts passierte. Und ich dachte nicht weiter drüber nach. Aber dann sieht Castaldo keine 20 Meter vor sich zwei männliche Jugendliche in langen schwarzen Trenchcoats. Ohne Warnung ziehen sie Waffen unter den Mänteln hervor. Einer hat ein Jagdgewehr und eine Flinte mit abgesägtem Lauf. Der andere hat auch eine abgesägte Flinte und eine Selbstladepistole. Das bringt uns zur ersten von mehreren Fragen, die in dieser Sendung beantwortet werden sollen. Wie kamen Teenager in den Besitz solcher Waffen? Und dann begannen sie einfach zu schießen. Ich hatte gar keine Zeit zu reagieren. Richard Castaldos Freundin Rachel Scott wird von 4 Kugeln getroffen. Sie ist sofort tot. Castaldo wird selbst 8-mal getroffen, 2-mal in die Wirbelsäule. Bald kann er seine Beine nicht mehr spüren. Ich spürte, wie meine Füße und dann meine Beine taub wurden. Die Starre schien sich immer weiter auszubreiten. Wer sind die beiden Schützen? Während Castaldo reglos im Gras liegt, kommen 3 Schüler aus der Cafeteria. Einer der Schützen zielt und schießt. Er trifft alle 3. Dann erschießen die beiden Täter 2 weitere Schüler, während sie selbst Deckung suchen. Wie haben die Schützen solche Treffsicherheit erlangt? In den Klassenräumen beginnen die Schüler zu begreifen, was draußen passiert. Wir schrieben gerade die Klausur und dachten erst, jemand wirft Steine an die Fenster. Aber dann hörten wir Schreie. Eine Sekretärin alarmiert den Direktor, Frank DeAngelis. Meine Sekretärin kam in mein Büro gelaufen und sagte, dass draußen Schüsse gefallen wären. Also lief ich hinaus auf den Flur. 11.23 Uhr. Eine Schülerin wählt den Notruf. Hier wird geschossen. Ich glaube, jemand wurde getroffen. Okay. Hast du gesehen, was passiert ist? Nein, aber da liegt ein Mädchen am Boden. Ich glaube, sie ist verletzt. Die Polizei beordert alle verfügbaren Kräfte zum Tatort. Ungefähr 1000 Officers machen sich auf den Weg zur Highschool.
Inzwischen haben die beiden Schützen die Richtung geändert. Sie gehen auf diesen Eingang zu, feuern Schüsse durch die Glasscheiben und werfen mit Rohrbomben um sich. Woher haben die Täter die Bomben? Vor dem Westeingang steht die Lehrerin Patricia Nielsen. Sie erkennt die beiden Schützen als Schüler der Columbine High School. Sofort dreht sie sich um und läuft auf die Bibliothek zu. 11.24 Uhr. Ein Hilfs-Sheriff aus Jefferson County erreicht den Tatort als erster. Es folgt ein kurzer Schusswechsel mit einem der Schützen. Getroffen wird niemand. Als die Schützen die Schule betreten, steht Direktor DeAngelis am anderen Ende des Ganges. Ich sah sie durch den Eingang hereinkommen und schießen, und dann hörte ich dort hinter mir Glas zerbrechen. In der Cafeteria zeichnet die Überwachungskamera auf, wie der 42-jährige Lehrer Dave Sanders die Schüler auffordert, sich in Sicherheit zu bringen. Viele fliehen über eine nahe Treppe. Der 17-jährige Patrick Ireland sitzt mit zwei Freunden in der Bibliothek. We're just hanging out. Wir saßen da, als eine Lehrerin hereingelaufen kam und rief, da wären zwei bewaffnete Jugendliche draußen auf dem Flur. 11.25 Uhr. Patricia Nielsen erreicht die Bibliothek, greift nach dem Telefon und wählt den Notruf. Ich bin Lehrerin an der Columbine High School. Ein Schüler hat eine Waffe und in der ganzen Schule herrscht Panik. Mehrere Schüler wurden getroffen. Unter die Tische, Kinder! Kopf unter den Tisch! Wir brauchen die Polizei! Okay. Die beiden Schützen befinden sich inzwischen auf dem Hauptflur des Erdgeschosses. Dave Sanders, der Lehrer, der die Schüler in der Cafeteria gewarnt hat, kommt gerade die Treppe hoch. Die Schützen sehen Sanders und schießen. Er fällt zu Boden. Sanders wird in einen Klassenraum gezogen, in dem sich ein paar verängstigte Schüler versteckt haben. Unter ihnen ist auch die 16-jährige Marjorie Lindholm. Zwei Lehrer schleppten ihn in den Raum. Er hatte die Arme um ihre Schultern gelegt und konnte kaum laufen. Er wurde eher gezogen und brach dann zusammen. Er war von zwei Kugeln getroffen worden und blutete sehr stark. 11.29 Uhr. Die beiden Schützen betreten die Bibliothek. 52 Schüler, zwei Lehrer und zwei Bibliotheksangestellte verstecken sich unter den Tischen. Der damals 16-jährige Craig Scott ist der jüngere Bruder von Rachel Scott, die in der Nähe des Westeingangs erschossen wurde. Sie begannen sofort zu schießen und herumzubrüllen. Einer sagte zum anderen, er schießt alle mit weißen Mützen. Viele Sportler trugen weiße Baseballcaps, ich auch. Ich nahm meins schnell ab und versteckte es unter meinem T-Shirt. 7 Minuten lang gehen die Schützen durch die Bibliothek und schießen auf ihre Mitschüler. Ihr methodisches Vorgehen lässt die Frage aufkommen, verfolgen sie einen bestimmten Plan? Patrick Ireland kauert mit zwei Freunden unter einem Tisch in einer Ecke der Bibliothek. Als sie in unsere Nähe kamen, hockten wir mit dem Kopf zwischen den Knien da. Einer der Schützen feuert seine Flinte ab und trifft Patricks Freund am Knie. Als Patrick sich rüberbeugt, um zu helfen, taucht sein Kopf für einen Augenblick über der Tischplatte auf. Dabei wurde ich dann selbst getroffen. Ich bekam zwei Kugeln in den Kopf und einen ins Bein. Patrick verliert das Bewusstsein. Unter einem anderen Tisch kauert Craig Scott mit zwei Freunden, dem 18-jährigen Isaiah Scholes und dem 16-jährigen Matthew Cactor. Nach einer Weile kamen sie rüber, sahen meinen Freund Isaiah und begannen ihn zu verhöhnen, weil er schwarz war. Dann erschossen sie Isaiah und sie erschossen Matt. Die ganze Zeit stellte ich mich tot. Just pretended to be dead. 11.36 Uhr. Die Schützen verlassen die Bibliothek und gehen den Flur entlang auf das naturwissenschaftliche Labor zu. Wenige Minuten später gelingt ungefähr 30 Schülern die Flucht durch einen Notausgang. Aber es dauert noch, bis die Helfer eintreffen. Die beiden Amokläufer wüten weiter. An eine koordinierte Evakuierung ist nicht zu denken. Der Einsatz der Ordnungskräfte wird durch mehrere Faktoren erschwert.
20. April 1999, 11.40 Uhr. Polizei und Notdienste aus 5 Ortschaften eilen zur Columbine High School. In Jefferson County wird auf Officers geschossen. 2 Männer in Trenchcoats haben Schusswaffen und möglicherweise Granaten. Am Großeinsatz der Ordnungshüter ist auch Dan Delmonico vom Sondereinsatzkommando der Polizei von Denver beteiligt. Über Funk empfängt er äußerst beunruhigende Nachrichten. Es war von einem bewaffneten Angriff auf die Schule die Rede. Die Täter hätten Bomben und Schnellfeuerwaffen. Als die Polizei eintrifft, begeben sich die Schützen in die Cafeteria. 11.44 Uhr. Die Überwachungskamera zeichnet auf, wie einer der beiden auf die Sporttaschen zielt, die er und sein Mittäter hier deponiert haben. Eine Tasche geht in Flammen auf. Ein paar Minuten später wird der Feueralarm ausgelöst und die Sprinkleranlage schaltet sich ein. Schüler, die unter den Tischen ausgeharrt hatten, laufen um ihr Leben. Draußen bekommt die Polizei von einem der fliehenden Schüler einen entscheidenden Tipp. Er hat einen der Schützen erkannt. Es ist ein Mitschüler, der 18-jährige Eric Harris. Im Büro des Staatsanwalts ergibt eine Überprüfung, dass Eric Harris vorbestraft ist. In seiner Akte steht auch der Name seines 17-jährigen Mitschülers und Mittäters Dylan Klebold. Die beiden hatten einen Lieferwagen aufgebrochen und ausgeraubt. Ich stieg mit meinem Stellvertreter ins Auto und fuhr zur Columbine High School. Wir hatten die Steckbriefe von Eric Harris und Dylan Klebold dabei. Inzwischen haben mehrere Schüler bestätigt, dass der zweite Schütze tatsächlich Dylan ist. 12.02 Uhr. Auf dem Schulhof hören die Polizisten, dass in der Bibliothek Schüsse fallen. Vor dem Osteingang teilt sich das Sondereinsatzkommando in mehrere Einsatzgruppen auf. Sie wollen an verschiedenen Punkten gleichzeitig in die Schule eindringen und die Täter einkreisen. Wenn noch geschossen wird, lässt man sich von den Geräuschen zu dem oder den Schützen leiten und schaltet sie aus, egal wie. Dann ist es vorbei. 12.06 Uhr. Eine Spezialeinheit betritt den Ostteil der Schule. Eine weitere Einheit bewegt sich auf den Westteil zu, langsam und vorsichtig, mit einem Feuerwehrwagen als Schutzschild. 12.34 Uhr. In der Nähe des Westeingangs retten die Einsatzkräfte den 17-jährigen Richard Castaldo. Von 8 Schüssen getroffen, lag er mehr als eine Stunde im Gras. Sie zogen mich rüber zu einem Feuerwehrauto. Da wusste ich, dass alles gut gehen würde, dass ich überleben würde. 13.09 Uhr. Eine Spezialeinheit verschafft sich durch ein Fenster in der Nähe der Cafeteria Zugang zum Erdgeschoss. Wir standen knöcheltief im Wasser und der Feueralarm war sehr laut. Das erschwerte die Kommunikation mit den Kollegen. In der Küche stoßen die Einsatzkräfte auf ungefähr 30 Schüler, die sich dort versteckt hatten. Sie schleusen die Jugendlichen durch das Fenster im Erdgeschoss ins Freie. Dort werden sie von der Polizei in Empfang genommen und durchsucht, bevor sie gehen dürfen. Nach unseren Informationen hatten sich die Täter umgezogen und unter die flüchtenden Schüler gemischt. Deshalb mussten alle mit erhobenen Händen herauskommen. Wir wussten nicht, wen wir vor uns hatten. 13.45 Uhr. Im Biologielabor ringt der Lehrer Dave Sanders mit dem Tod. Die Schüler kleben einen Hilferuf ans Fenster. Marjorie Lindholm kann nicht verstehen, wieso immer noch nichts passiert. Seit dem ersten Notruf sind 2 Stunden vergangen. Ich fragte mich, wieso das so lange dauert, denn die Frau in der Zentrale tat immer so, als wären die jeden Augenblick da. Wieso dauert es so lange, bis Hilfe eintrifft? Während die Spezialeinheiten langsam durch die Schule vorrücken, treffen sie auf hunderte Schüler, die sich mit ihren Lehrern in den Klassenräumen verbarrikadiert haben. Wir betraten Gänge mit abgeschlossenen Türen. Als wir diese Türen aufbrachen, fanden wir die versteckten Schüler. In manchen Fällen dauerte es eine Weile, bis wir sie überzeugt hatten, dass wir nicht die Bösen, sondern die Polizei waren.
Nachdem sie in Sicherheit gebracht wurden, treffen viele Schüler in einer nahegelegenen Grundschule ihre wartenden Eltern. Sie berichten von den schrecklichen Augenblicken, als sie den Amokläufern gegenüberstanden. Alle um mich herum wurden erschossen. Ich flehte 10 Minuten lang um mein Leben. Da hielt er mir das Gewehr vor die Nase und lachte und sagte, das sei die Rache dafür, dass man im letzten Jahr gemein zu ihm war. Hatten die Schützen bestimmte Schüler im Visier? 14.38 Uhr. In der Bibliothek kommt Patrick Ireland wieder zu sich, 3 Stunden, nachdem ihn 2 Kopfschüsse getroffen haben. Ich wusste nicht, ob sie noch in der Bibliothek oder in der Schule waren oder ob noch mehr von ihnen nachkommen würden. Ich wusste nur, dass ich raus musste. Patrick versucht aufzustehen, aber es gelingt ihm nicht. Die rechte Seite meines Körpers war vollständig gelähmt. Also drehte ich mich auf den Rücken und schob mich mit meinem gesunden Bein, dem linken, vorwärts. An Tischen und Stühlen vorbei, bis ich schließlich das Fenster erreichte. Die Einsatzkräfte auf dem Schulhof sehen Patrick und eilen ihm zu Hilfe. Immer noch stark blutend lässt sich Patrick aus dem Bibliotheksfenster im 2. Stock fallen und landet in den Armen der Polizisten. Als die Schule schon fast vollständig gesichert ist, erreicht die Polizei endlich das naturwissenschaftliche Labor, in dem ein paar Schüler und der Lehrer Dave Sanders warten, der 3 Stunden zuvor angeschossen wurde. Dan Delmonico vom Sondereinsatzkommando der Polizei von Denver erklärt die Schwierigkeiten des Einsatzes. Wir hatten keine Lagepläne, keine Wegbeschreibungen. Als wir reingingen, hatten wir keinen dabei, der uns sagte, das Labor liegt da und da. Während die Polizisten auf die Sanitäter warten, erliegt Sanders seinen schweren Verletzungen. Beinahe eine Stunde später erreichen die Einsatzkräfte schließlich die Bibliothek, wo sich ihnen ein grausamer Anblick bietet. Officer Tom McKibben aus Denver ist unter den Ersten vor Ort. Man sieht oft grauenvolle Todesfälle, aber nicht in einem solchen Ausmaß. Da lagen Kinder mit dem Gesicht nach unten, übereinander, nebeneinander. In der Bibliothek finden die Polizisten auch die Leichen von Eric Harris und Dylan Klebold. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie die Amokläufer waren. Um sie herum liegen Waffen und Sprengkörper auf dem Boden und sie haben sich offenbar selbst erschossen. War ihr Selbstmord von Anfang an eingeplant? Vor der Schule treffen sich Überlebende und Angehörige. Fassungslosigkeit steht in den Gesichtern geschrieben. 20. April 1999. Der Amoklauf von Eric Harris und Dylan Klebold an der Columbine High School ist vorbei. Die Schüler stehen unter Schock. Ich hockte unter einem Tisch und um mich herum wurden Schüler erschossen. Sie hatten Schnellfeuerwaffen, abgesägte Flinten und Rohrbomben. Insgesamt sterben 4 Schülerinnen und 8 Schüler. Ein Lehrer und die beiden Schützen. In der ganzen Schule findet die Polizei Rohrbomben und Patronenhülsen. Es ist die bis dahin schlimmste Schießerei an einer Schule in der Geschichte Amerikas. Die Gewaltbereitschaft der Täter lässt die Frage aufkommen, waren den Lehrern im Vorfeld keine Warnzeichen aufgefallen? Noch am selben Abend sichert die Polizei in Eric und Dylans Elternhäusern eine Menge Beweismaterial. Darunter Munition, Metallrohre, Zünder, gewaltverherrlichende Aufzeichnungen und Tagebücher. Auch mehrere Videos, die Eric und Dylan in den Monaten vor dem Anschlag aufgenommen haben, werden beschlagnahmt. Böse! Nein, nein, nein. Hey, was geht, Mann? Hier ist Dylan. Die Polizei beginnt, die Eltern zu befragen. Können und sollten sie für die Taten ihrer Söhne verantwortlich gemacht werden? Wie viel wussten die Eltern?
In den Tagen nach der Schießerei tauchen in der Nähe der Schule improvisierte Gedenkstätten auf. Eine Frage beschäftigt die trauernde Gemeinde mehr als alles andere. Was trieb Eric und Dylan zu ihrer schrecklichen Tat? Die polizeiliche Ermittlung beginnt mit der Sichtung der Beweise, die in den Elternhäusern sichergestellt wurden. Sie enthalten die Antworten auf viele offene Fragen. Allen voran diese. Wer waren die beiden Schützen? Eric Harris und Dylan Klebold scheinen normale, wenn auch schwierige Teenager gewesen zu sein. Der Journalist Dave Cullen hat den Vorfall in Columbine für das Online-Magazin Slate untersucht. Seiner Meinung nach waren Eric und Dylan alles andere als unangepasste Einzelgänger. Dass sie Außenseiter waren, ist völlig frei erfunden. Sie hatten viele Freunde, sie gingen zu Partys und zum Bowlen. Dylan war beim Schulabschlussball und Eric hatte viele Dates. Eric und Dylan arbeiteten beide in dieser Pizzeria und teilten eine Leidenschaft für Videospiele. Der Schuldirektor Frank DeAngelis erinnert sich, dass die beiden außerdem ganz gut in der Schule waren. Sie konnten sehr gut mit Computern umgehen. Sie besuchten einen Videokurs. Eric war in mehreren fortgeschrittenen Kursen eingeschrieben. Sie waren gute Schüler. Nach der Schießerei wurden Eric und Dylan als Außenseiter dargestellt, die sich an gemeinen Mitschülern rächen wollten, und als Mitglieder der sogenannten Trenchcoat-Mafia. An der Columbine High School gab es zwar eine Gruppe, die sich so nannte, aber Eric und Dylan gehörten nicht dazu. Sie inszenierten sich nur als Killer in schwarzen Trenchcoats, wie in diesem selbstproduzierten Video. Lass das Kind in Ruhe! Wenn nicht, reiß ich dir deinen verdammten Kopf ab! Das Video war ein Schulprojekt und bezog sich auf einen Aufsatz von Eric mit dem Titel Die Trenchcoat-Mafia – Berufskiller zum Mieten. Was du sagst, ist mir egal. Wenn du ihn noch einmal anfasst, töte ich dich. FBI-Agent Dwayne Fusilier meint, dass Eric und Dylan die Mäntel während des Attentats nur aus praktischen Gründen trugen. Sie trugen diese langen Mäntel nur, um eine Flinte und einen Karabiner unbemerkt in die Schule zu schmuggeln. Von den beiden Attentätern schien Dylan Klebold eher der reizbare Typ zu sein. Wenn Dylan wütend wurde, explodierte er einfach. Er verlor völlig die Kontrolle. Dylan beschimpfte seine Lehrer und legte sich mit seinem Vorgesetzten an. Einer von Dylans ältesten Freunden war Brooks Brown. Brooks Eltern Randy und Judy Brown erinnern sich, dass Dylan oft zum Spielen rüberkam, als die Jungen noch klein waren. Dylan war das verschlossenste Kind, das ich je gesehen habe. Bei jedem Besuch dauerte es ein paar Minuten, bis er warm wurde. Danach war alles normal. Im Unterschied dazu war Eric aufgeschlossen und scheinbar selbstbewusst. Dieses Video zeigt, wie er in der Cafeteria mit einer Mitschülerin flirtet. Eric war für seine ruhige und überlegte Art bekannt. Eric ging den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, Sir, nein, Sir. Er tat, was er tun musste und sagte, was er sagen musste, um aus der Sache rauszukommen. Eric und Dylan lernten sich in der Unterstufe kennen und wurden beste Freunde. Dann in der 11. Klasse gerieten sie zum ersten Mal in Schwierigkeiten. Am 30. Januar 1998 brachen Eric und Dylan einen Lieferwagen auf und klauten Elektrogeräte. Sie wurden verhaftet und wegen Diebstahls angeklagt und sie bekannten sich schuldig. Der Richter ordnete im Rahmen ihrer Bewährung die Teilnahme an einem Programm für nicht gewalttätige Ersttäter an. Als die Berater dort erfuhren, dass es Eric schwer fiel, seine Wut zu zügeln, musste er ein Aggressionsbewältigungstraining absolvieren. Das schien zu helfen. Aber im März desselben Jahres entdeckten Randy und Judy Brown, dass Eric eine eigene Website hatte, auf der er Todesdrohungen verbreitete, auch gegen ihren Sohn Brooks. Eric hatte geschrieben, ich will nur töten, so viele von euch wie nur möglich, insbesondere Leute wie Brooks Brown. Eric berichtete auch mit Stolz davon, dass Dylan und er erfolgreich Rohrbomben gebaut hatten. Brooks Browns Eltern erstatten Anzeige beim Sheriff von Jefferson County.
Zwei Wochen später trafen sie einen Detective zu einem Gespräch. Er versicherte ihnen, dass genug Informationen vorlagen, um Ermittlungen gegen Eric einzuleiten. Erst nach der Schießerei an der Schule erfuhren die Browns, dass es nie eine Ermittlung gegeben hatte. Die Ermittler hatten immerhin einen Antrag für einen Durchsuchungsbefehl aufgesetzt. Darin bringen sie Eric mit einem ungelösten Fall in Verbindung. Im Antrag steht, am 15. Februar 1998 wurde ein Vorfall mit einer Rohrbombe gemeldet. Die Größe stimmt mit den von Harris beschriebenen Objekten überein. In diesem Antrag wird überzeugend erklärt, dass die Rohrbombe denen auf Harris' Website genau entsprach. Der Journalist Kevin Vaughn ist der Meinung, dass die Polizei Rohrbomben und andere Beweise für den bevorstehenden Anschlag gefunden hätte, wenn sie Eric Harris' Elternhaus tatsächlich durchsucht hätte. Man muss sich einfach fragen, ob das, was die da gefunden hätten, dazu geführt hätte, Columbine zu verhindern. Aber der Durchsuchungsbefehl wurde nicht ausgestellt und die Akte irgendwann geschlossen. 2004 untersuchte die Staatsanwaltschaft von Colorado die Anzeige der Browns. Offenbar sah die Polizei damals noch nicht genügend Verdachtsmomente für einen Durchsuchungsbefehl. Der Sheriff von Jefferson County stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. 26. April 1998. Kurz nach dem Treffen der Familie Brown mit der Polizei erscheint auf Erics Website ein erster Plan für einen Anschlag auf eine Schule. Das ist ein ganzes Jahr vor Columbine. Die nächsten 12 Monate verbringen Eric und Dylan damit, alles Nötige zu horten. Was genau haben sie vor? Die Cafeteria in die Luft zu jagen und Leute auf der Flucht zu erschießen. Man muss vor allem begreifen, dass sie in Columbine keine Schießerei planten, sondern einen Bombenangriff. Eric schreibt, wir werden schwarz tragen. Lange Mäntel, schwarze Armyhosen. Das wird wie die Unruhen in L.A., der Bombenanschlag von Oklahoma City, der Zweite Weltkrieg, Vietnam, alles in einem. Sie wollten möglichst viele Menschen treffen. Sie hatten größenwahnsinnige Pläne und waren bereit, so weit wie möglich zu gehen. Am Tag des Anschlags wollen die beiden ihre Bomben in der Cafeteria deponieren, in ihren Autos auf die Detonation warten und dann auf Schüler und Lehrer schießen, die vor den Flammen fliehen würden. War ihr Selbstmord von Anfang an eingeplant? Ja, das geht aus ihren Tagebüchern hervor. Sie gingen nicht davon aus, dass sie den Anschlag überleben würden. Sie hatten von Anfang an geplant, bei der Schießerei zu sterben, entweder durch Schüsse der Polizei oder durch ihre eigenen Waffen. Sie stellten sich einen gewaltigen Schusswechsel mit der Polizei vor, einen Krieg. Als der Plan feststeht, einigen sich Eric und Dylan auf ein Datum und beginnen, über Waffen nachzudenken. Eric schreibt in sein Tagebuch, es wird sehr schwierig, alles Nötige zu beschaffen, Sprengstoff, Schusswaffen, Munition und dann alles zu verstecken. Während der nächsten 11 Monate sammeln Eric und Dylan ein regelrechtes Waffenarsenal an und produzieren ein letztes Video. Eintritt, Austritt. Stell dir vor, das ist ein menschliches Gehirn. Die beiden gehen äußerst methodisch vor. Sie dokumentieren ihre Vorbereitungen und widmen ihnen ihre gesamte Energie. Herbst 1998. Die beiden 18-jährigen Schüler Eric Harris und Dylan Klebold planen einen Anschlag auf die Columbine High School. Inzwischen haben sie mehrere Schusswaffen und Rohrbomben angesammelt. Woher haben sie die Bomben? Sie haben sie selbst hergestellt. In einer Tabelle hält Eric ihre Fortschritte fest. In einem Monat basteln sie 23 Rohrbomben. Später stellen die Ermittler fest, wie einfach es für Eric und Dylan war, die Bomben zu bauen. Die Anleitungen luden sie aus dem Internet herunter. Und die nötigen Bestandteile kauften sie in örtlichen Baumärkten.
Viele Leute hier wurden durch ganz einfache Dinge verletzt, durch Nägel und Metallkugeln. Die Bomben bestanden aus Propangasflaschen, langen Streichhölzern und Isolierband, aus gängigen Haushaltswaren. 5 Monate vor dem Anschlag versuchen Eric und Dylan bei einer Waffenmesse in Denver Gewehre zu kaufen. Es gelingt ihnen nicht, weil sie nicht volljährig sind. Frustriert schreibt Eric in sein Tagebuch: Ich habe genug Sprengstoff, um ungefähr 100 Leute umzubringen. Das reicht einfach nicht. Waffen. Ich brauche Schusswaffen. Am Tag des Anschlags benutzen die beiden Flinten mit abgesägtem Lauf, ein Jagdgewehr und eine halbautomatische Handfeuerwaffe. Wie kamen Teenager in den Besitz solcher Waffen? Sie bekamen sie von älteren Freunden, die nichts von dem Plan wussten. Einen Tag nach ihrem erfolglosen Versuch, Gewehre zu kaufen, wagen es Eric und Dylan erneut. Diesmal haben sie einen ahnungslosen Schulkameraden dabei, der alt genug ist, um Schusswaffen zu erwerben. Auf der gleichen Waffenmesse kauft ihr volljähriger Freund für sie Gewehre. Eric schreibt triumphierend in sein Tagebuch: Jetzt ist alles vorbei. Die Würfel sind gefallen. Es gibt kein Zurück mehr. 3 Monate vor dem Anschlag wenden sich Eric und Dylan an ihren Arbeitskollegen Phil Duran. Der stellt die beiden Mark Mains vor, der ihnen für $500 eine Selbstladepistole verkauft. Duran und Mains werden später wegen des Verkaufs von Waffen an Minderjährige vor Gericht gestellt und zu Haftstrafen verurteilt. Nun, da Eric und Dylan die Schusswaffen haben, achten sie darauf, sich unauffällig zu verhalten. Sie gehen normalen Alltagsbeschäftigungen nach und besuchen brav die Schule. Fielen den Lehrern keine Warnzeichen auf? Doch, eine Englischlehrerin zeigt sich besorgt wegen eines Aufsatzes, den Dylan geschrieben hat. Februar 1999. 2 Monate nach dem Auftragskiller-Video, das niemanden zu beunruhigen schien, schreibt Dylan einen Aufsatz über einen Amokläufer in einem Trenchcoat. Seine Lehrerin bestellt die Eltern in die Schule. In der Bewertung schreibt sie: Du kannst ausgezeichnet schreiben und erzählen, aber ich habe ein paar Probleme mit dem Thema. Die Lehrerin kontaktierte die Eltern, die versprachen, sich darum zu kümmern. Damit hatte sich die Sache erledigt. Von seinen Eltern auf den Aufsatz angesprochen, gibt Dylan vor, dass alles nur Fiktion sei. Die Lehrerin meldet auch keine weiteren Probleme. Aber Eric und Dylan bedienen sich noch einmal im Filmatelier der Schule, um ein weiteres Heimvideo zu drehen. Diese Aufnahmen wurden nach dem Anschlag in Erics Elternhaus beschlagnahmt und liefern die Antwort auf die Frage: Wie erlangten die beiden eine solche Treffsicherheit? Sie übten in einer Schießanlage. März 1999. Einen Monat vor dem Anschlag fahren Eric und Dylan zu einer improvisierten Schießanlage in den Bergen vor Denver. Sie feuern auf Bäume und Kegel und erfreuen sich an dem Schaden, den sie anrichten können. Eintritt, Austritt. Stell dir vor, das ist ein menschliches Gehirn. Direktor Frank DeAngelis behauptet, der Leiter des Film- und Videokurses hätte nichts von den Heimvideos der beiden Täter gewusst. In den folgenden Wochen basteln Eric und Dylan noch mehr Bomben und feilen weiter an ihrem Plan. Dann, nach beinahe 12-monatiger Vorbereitung, greifen sie ihr Ziel an, die Columbine High School. 20. April 1999. In 49 Minuten töten Eric und Dylan 12 Mitschüler und einen Lehrer und verletzen weitere 24 Menschen. Nach dem Anschlag ist in den Medien von einer Todesliste die Rede. Hatten Eric und Dylan bestimmte Schüler im Visier? Die Antwort ist nein. Jeder war eine Zielscheibe. Eric und Dylan erwarteten, dass ihre Bomben den größten Schaden anrichten würden. Als die jedoch nicht explodierten, schossen sie wahllos um sich. Alle Opfer waren Zufallsopfer. Die betreffenden Personen waren ihnen buchstäblich einfach über den Weg gelaufen. Eines dieser Zufallsopfer war der Lehrer Dave Sanders, der noch am Tatort starb. Wieso dauerte es so lange, bis Hilfe eintraf?
Die Spezialeinheiten mussten die Schule Raum für Raum sichern. Als die ersten Einsatzkräfte die Schule betraten, bewegten sie sich auf die Schussgeräusche zu. Als keine Schüsse mehr fielen, suchten sie vorschriftsgemäß jeden Raum ab. Wenn alles still ist, bekommt alles eine ganz andere Dynamik. Man könnte es mit einer Geiselnahme zu tun haben. Da rennt man nicht durchs Gebäude und sucht die Bibliothek. Die Polizei fand sich außerdem nur mühsam im Gebäude zurecht. Diese Schule besteht nicht aus langen Korridoren. Jede Tür, die man öffnet, führt in einen größeren Raum, an den weitere Räume anschließen. Gleich nach dem Anschlag wird die Frage laut, wie viel die Eltern vom Vorhaben ihrer Söhne wussten. Ich bin sicher, sie haben sich seitdem sehr oft gefragt, was haben wir falsch gemacht? Aber ist diese Frage überhaupt relevant? Tragen die Eltern eine Mitverantwortung? Was treibt zwei scheinbar normale Teenager zu einer so unfassbaren Bluttat? 20. April 1999. Nach ihrem beinahe einstündigen Amoklauf, bei dem sie 12 Mitschüler und einen Lehrer getötet und viele andere verletzt haben, richten Eric Harris und Dylan Klebold ihre Waffen gegen sich selbst. Überlebende und Angehörige fragen sich, wie zwei Jugendliche so einen Anschlag planen und vorbereiten konnten, ohne dass ihre Eltern etwas davon merkten. Wie viel wussten oder ahnten die Eltern? Offenbar war Erics Eltern das Verhalten ihres Sohnes aufgefallen. Was Dylans Eltern wussten, ist weniger klar. Nach der Tat lehnten die Eltern der Todesschützen fast alle Bitten um Stellungnahmen ab. Mit der Polizei kommunizierten sie größtenteils über ihre Anwälte. Aus ihren Aussagen und dem beschlagnahmten Beweismaterial geht hervor, dass Erics Eltern wegen des Verhaltens ihres Sohnes durchaus besorgt waren. 2 Jahre vor dem Anschlag begann Erics Vater Wayne Harris ein Tagebuch zu führen, in welchem er Erics Verhaltensstörungen dokumentierte. Er schrieb, Eric sei nicht bereit, sein Schlafverhalten und Lernverhalten zu kontrollieren. Ein Eintrag in Erics Tagebuch deutet darauf hin, dass sein Vater ihn beim Basteln von Rohrbomben erwischt hatte. Er schrieb, ich lüge viel. Was wären ein paar gute Beispiele? Nein, ich habe keine Bomben mehr gebastelt. Das würde ich nie tun. Eric hatte ein besonderes Talent, Leute zu täuschen und Reaktionen zu unterdrücken. Das kam ihm hier zugute. Als die beiden wegen Einbruchdiebstahls verhaftet und auf Bewährung entlassen wurden, musste Eric einen Psychiater aufsuchen. Der verschrieb ein Antidepressivum, das oft bei Zwangserkrankungen eingesetzt wird. Nach Aussage seiner Eltern nahm Eric das Medikament regelmäßig. Aber offenbar log er weiter. Im Mai 1998 schrieb er einen Entschuldigungsbrief an den Besitzer des aufgebrochenen Lieferwagens. Er schrieb, es tue ihm nicht nur leid, dass er erwischt wurde, sondern dass er die Tat bereue und dass ihm der Unterschied bewusst wäre. Gleichzeitig tobt er in seinem Tagebuch, warum habe ich nicht das Recht, einen verdammten Lieferwagen aufzubrechen, den irgendein Idiot irgendwo stehen lässt? Im Februar 1999 endete Erics Bewährungsprogramm für nicht gewalttätige Ersttäter. Sein Bewährungshelfer schrieb einen begeisterten Bericht über diesen intelligenten jungen Mann, der eine große Zukunft vor sich habe. Das war 6 Wochen vor dem Massaker. Was Dylans Eltern über das Treiben ihres Sohnes wussten, ist nicht bekannt. Nach der Schießerei gaben Tom und Susan Klebold zu Protokoll, dass ihnen nichts Ungewöhnliches aufgefallen sei. Dylan hätte lediglich einen, Zitat, etwas traurigeren Eindruck gemacht. Schließlich bleibt nur noch die schwierigste Frage. Was trieb Eric und Dylan zu ihrer schrecklichen Tat? Über das Wie steht viel in ihren Tagebüchern, über das Warum weniger. Ein paar Hinweise enthalten ihre Aufzeichnungen aber doch. Offenbar spielte Rache für die Verhaftung im Januar 1998 eine Rolle. Als Eric in das Bewährungsprogramm aufgenommen wurde, beschrieb er die Verhaftung als das Traumatischste, was ihm je widerfahren war.
Im April 1998 war die erste Anhörung vor dem Richter und die beiden wurden in dieses Programm gesteckt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Eric im selben Monat begann, Tagebuch zu führen. Die erste Zeile, die er schrieb, lautet: Ich hasse die ganze verdammte Welt. Und dann begann er zu planen. Im selben Monat bezog sich auch Dylan in einer Botschaft an Eric auf die Verhaftung. Er schrieb: Wir, die Götter, werden es genießen, Feinde zu töten, Sprengsätze zu zünden, Polizisten abzuknallen. Meine Rache für den Vorfall im Januar wird göttlich sein. Der Psychologe und FBI-Top-Agent Duane Fusilier hat die Aufzeichnungen und Videos analysiert, die Eric und Dylan zurückgelassen haben. Eric und damit indirekt auch Dylan empfanden sich als allen überlegen und hatten nur Verachtung für die, Zitat, gesamte Menschheit übrig. Auf seiner Internetseite erklärte Eric seine Bewunderung für Charles Darwins Theorie der natürlichen Auslese. Er schrieb: Natürliche Auslese. Verdammt, das ist das Beste, was der Erde je passieren konnte. Weg mit all den dummen und schwachen Organismen. In seinem Tagebuch fantasierte Eric Harris darüber, wie er am liebsten ein riesiges Doom-Spiel mit der Menschheit spielen würde. Wer es schafft zu überleben, überlebt. Wer nicht, nicht. Am Tag des Anschlags trug Eric ein T-Shirt mit der Aufschrift Natürliche Auslese. Auf Dylans schwarzem T-Shirt stand Zorn. Obwohl die Krankenakten der Täter unter Verschluss bleiben, gibt es Anzeichen dafür, dass die beiden ernste psychologische Probleme hatten. Während Dylan lauthals seine angebliche Überlegenheit bekundete, zeugen Tagebucheinträge von seinem geringen Selbstwertgefühl. An einer Stelle schrieb er begeistert, er hätte das Mädchen seiner Träume gefunden. Und einen Monat später wollte er plötzlich sterben, weil das Mädchen nicht wusste, wer er ist. Hinter Erics unauffälliger Maske verbarg sich ein wütender, verblendeter Teenager. Eric war von unheimlichem Zorn und Hass erfüllt. Und er hatte kein Gewissen. Es war ihm egal, ob er anderen wehtat. Er wollte Menschen verletzen. Er wollte so ungefähr jedem schaden. Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass es in den Monaten vor dem Anschlag die Möglichkeit gegeben hätte, den Plan aufzudecken. Aber der Informationsaustausch zwischen Polizei, Schule und Eltern war sehr eingeschränkt. Und so blieb das Vorhaben unentdeckt. Hätten alle Beteiligten, die Gemeinde, Freunde, Eltern, Lehrer, Polizisten, ihre Informationen in irgendeiner Form zusammengetragen, hätte sich ein sehr alarmierendes Gesamtbild ergeben. Im Mai 2000 veröffentlichte der Sheriff von Jefferson County den offiziellen Untersuchungsbericht mit einem detaillierten Ablaufplan und beinahe 10.000 Beweisstücken. Demzufolge hatten Eric und Dylan die Tat alleine begangen. Aber einige Beweisstücke sind immer noch unter Verschluss. Darunter die sogenannten Basement Tapes, Videos, in denen Eric und Dylan über ihre Motive sprechen. Die Polizei gibt die Gefahr von Nachahmungstätern als Grund für die Geheimhaltung an. Im August 2003 hatten sich die Eltern von Eric und Dylan mit fast allen Familien der Opfer gerichtlich geeinigt. Beide Familien leben bis heute in Jefferson County. Die Tragödie von Columbine hatte landesweite Folgen. Mehr als 3 Milliarden Dollar an Steuern sind seitdem in Programme geflossen, die die Sicherheit an Schulen verbessern sollen. Überall im Land haben Schulen sogenannte Null-Toleranz-Erklärungen verabschiedet gegen Waffen und gewalttätiges Verhalten. Außerdem wurden bessere Notfallpläne entwickelt. Trotz dieser Bemühungen bleibt Gewalt an Schulen ein ernstes Problem. Zwischen Mai 1999 und 2006 kamen in amerikanischen Schulen ungefähr 100 Schüler bei Schießereien ums Leben. 2007 wurden an der Virginia Tech University mehr als 30 Menschen getötet. Es war die bis dahin schlimmste Schießerei ihrer Art in der Geschichte der USA. Einige Opfer des Amoklaufs an der Columbine High School haben wie durch ein Wunder überlebt.
Patrick Ireland, der von zwei Kopfschüssen getroffen wurde, verbrachte 7 Monate in einer Reha-Klinik, erholte sich aber beinahe vollständig und machte im Jahr 2000 seinen Abschluss als Klassenbester. Mir war es wichtig, wieder gesund zu werden und aus der Sache mental und physisch gestärkt hervorzugehen. Das ist mir gelungen. Aber der schreckliche Tag im April 1999 hat Spuren hinterlassen. Bei denen, die dabei waren und im Bewusstsein der amerikanischen Öffentlichkeit. Der Name Columbine ist zum Synonym für Gewalt an Schulen geworden. Im Zentrum der Bemühungen, diese Gewalt zu stoppen, sollte vor allem die Frage nach den Ursachen und den Möglichkeiten ihrer Behebung stehen.